Ja, hallo Freunde und willkommen zu unserem letzten Video in diesem Jahr 2017. Und zwar will ich euch heute zeigen, wie wir uns schnell und einfach einen RAM-Disk oder RAM-Drive, auch genannt, erstellen können. Ja, ein RAM-Drive, das ist einfach ein virtueller Datenträger in unsere RAM-Speicher, ja, also wie eine Festplatte in den Arbeitsspeicher unseres PC. Wenn wir natürlich genug Arbeitsspeicher zur Verfügung haben, können wir uns hier so einen RAM-Drive erstellen. Ja, ich habe das jetzt hier im RAM-Disk von SoftPerfect, ist das jetzt hier. Ich habe das herunterladen und installiert. Die Software hier, die kostet allerdings ein paar Euro. Das ist jetzt eine kostenlose Testversion hier für 30 Tage. Genau, wenn wir jetzt die Anwendung hier starten, dann haben wir jetzt hier dieses großes grüne Plus hier. Wir klicken einfach drauf und erstellen uns jetzt einfach ein Laufwerk. Hier sehen wir die wie viel verfügbar ist am Arbeitsspeicher hier. Ich habe bei mir beispielsweise 5286 MB. Hier können wir die Größe unseres Laufwerkes angeben. Also wir können jetzt hier natürlich nicht alles wegnehmen, ja. Das ist jetzt unser Arbeitsspeicher. Es gibt ja auch andere Anwendungen, die darauf zugreifen wollen. Ich nehme jetzt einfach mal hier 2200. Hier wählen wir eine Laufwerkbuchstabe. Ja, wir können uns also damit wirklich beliebig viele Laufwerke erstellen, wenn wir genug Arbeitsspeicher haben natürlich. Die Begrenzung hier ist nur... Ja, hier durch die Windows-Laufwerk-Buchstaben halt. Genau, zu den Großen. Also bei die Große hier, soweit unser Arbeitsspeicher natürlich erlaubt. Bei den 32-Bit-Systemen, das ist hier bei 3,5 GB Schluss. Ja, mehr kann das nicht. Und bei 64-Bit-Systemen können wir theoretisch hier eine beliebig große Festplatte erstellen. Ja, genau. Jetzt haben wir hier weiter Dateisystem. Einfach, das wird auch direkt formatiert hier. Ich nehme mal NTFS und hier, ja, kann ich mir auch schon ein Verzeichnis anlegen hier. Ich nehme mal das Temp einfach und genau. Wenn vielleicht starten wir auch den Task Manager hier Arbeitsspeicher. Damit wir vielleicht, genau, wir sehen jetzt hier, ich habe jetzt hier 5,1 GB verfügbar von meinem Arbeitsspeicher. Ja, 5286 MB frei. Wenn ich jetzt auf OK klicke und diese Festplatte Datenträger erstellt wird, das geht ruckzuck, ja, das ist jetzt hier schon durch. Hier sieht man, verfügbar habe ich nur noch 3 GB. Ja. Und wenn ich jetzt den Windows Explorer hier starte, dann habe ich hier genau meinen Datenträger R hier, ja, der 2,1 GB groß ist und mein Folder ist auch schon da, ja. Genau, also die Vorteile hier von diesen Datenträger sind natürlich, dass die super schnell sind. Ja, also dadurch, dass die Daten direkt in den RAM geschrieben werden, beziehungsweise gelesen, ja, direkt aus dem RAM, das lässt natürlich jede schnelle SSD-Festplatte wie eine lahme Ente aussehen. Ich habe hier mal einen Test gemacht, das werden wir gleich sehen. Der Nachteil hier, der große Nachteil ist, dass die Daten, wenn ich jetzt, also nach dem Neustart des Rechners, alle Daten hier weg sind, ja, das ist wie halt RAM-Speicher, ja, also bitte daran denken, ja, keine wichtigen Daten hier speichern. Was wir machen können, wir können zum Beispiel, wenn wir Programme installieren, ja, wir können unsere Temp-Folder hier erstellen, ja, da werden viele Dateien, temporäre Dateien gespeichert bei der Installation, die man nachher gar nicht mehr braucht und die ewig dann auf dem Rechner bleiben. Zum Beispiel, das können wir hier alles verlegen, so dass nach dem Neustart des Rechners die Daten dann weg sind, die wir nicht brauchen.
Oder natürlich, wir können das aber allerdings auch, es gibt hier die Option, wir können uns ein Laufwerk so erstellen, dass die Daten auch nach dem Neustart darauf bleiben bzw. geladen werden. Und zwar, wenn wir uns jetzt, ich lösche das jetzt einfach mal hier, sag und erstelle mir ein neues Laufwerk hier. Genau, ich nehme mal wieder 2.2 hier, meinetwegen. Okay, habe ich nicht. 2200. Und wenn wir jetzt hier, ich nehme mal wieder R hier, Buchstabe R, NTFS. Okay, und wenn wir jetzt hier darauf klicken, ja, also wenn wir wollen, dass die Daten gespeichert bleiben, auch nach dem Neustart, klicken wir einfach hier drauf und hier wählen wir, ich nehme mal jetzt hier das Desktop, damit man hier besser sehen kann und gebe einen Namen, wie weiß ich nicht, Persist, meinetwegen. Zack. Wurde jetzt kleiner. Okay. Und hier, genau, hier wählen wir noch die große, die 2, ist jetzt egal, NTFS wieder. Also Laufwerksbett. Zeichnung, ich mache das einfach mal Test hier und genau, wenn ich jetzt auf OK klicke, zack, da wird das Laufwerk hier einmal erstellt. Das war es nicht. So, wer war das jetzt hier? Der ist noch nicht da, aber achso, wir müssen jetzt natürlich hier auf OK nochmal. Die Image wurde allerdings schon erstellt, ja, zack. Und jetzt wird das Laufwerk hier erstellt. Genau, also alle Daten, die wir jetzt hier, wenn das jetzt hier durch ist, in unserem Laufwerk R hier in meinem Fall. Ja, jetzt kann ich hier Daten speichern. Und nach dem Neustart kann ich dann, wird ja diese Image hier wieder geladen. Und die Daten sind dann wieder da. Ja, hier ist natürlich empfehlenswert auch, weiß ich nicht, auf eine schnelle SSD-Platte diese Image zu speichern, ja, damit das nachher beim Herunterfahren, ja, je nachdem, was für Datensätze wir haben, ja, schneller geschrieben darauf werden, gespeichert. Genau, also die Vorteile, ja, wenn wir natürlich mit großen, weiß ich nicht, Video, Audio, Bilddateien bearbeiten oder wir können auch Programme installieren, die auch meinetwegen ein Browser, das wird dann der schnellste Browser sein. Ja, und zwar genau, ich wollte euch noch den Test hier nochmal zeigen. Schreib- und Lesetest, ja. Ich habe jetzt hier, das ist jetzt hier mein Laufwerk R, ja. Hier sieht man Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. Hier wurden mehrere Tests durchgeführt. Und hier ist meine C-Festplatte, das ist eine SSD-Festplatte auch, ja. Und hier sieht man die Unterschiede, ja, also wirklich, die sind hier, die ist um einiges schneller, ja, dieser RAM Drive hier, wie man hier sehen kann, da sind schon große Unterschiede, ja. Hier im 4K beispielsweise lesen 1200 MB per Second und hier 28, ja, und schreiben 827 und hier 45. Also das ist wirklich schon einiges schneller, ja, dieses RAM Drive. Ja, genau, das war's auch schon alles. Und ja, wenn ihr Fragen oder Anliegen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.